In diesem Tutorial werden wir Python verwenden, um mit der Ergo-Blockchain zu interagieren. Wir werden 1000 Einheiten eines Tokens erstellen. Um dieses Tutorial auszuführen, müssen wir Java 8 oder höher installiert haben und API installieren. Wir können Java von der Website installieren. Um API zu installieren, müssen wir Folgendes in unser Terminal schreiben. Sobald wir alles installiert haben, sehen wir den Code unserer Python-Datei. Damit unser Beispiel funktioniert, benötigen wir nur 9 einfache Codezeilen. Um dieses Tutorial durchzuführen, müssen wir die Seed-Phrase der Adresse angeben, von der wir senden möchten. Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, die Tests mit einer Adresse durchzuführen, die sie zwar Egos enthält, aber nicht ihre Hauptadresse ist. Als erstes muss importiert werden, was notwendig ist. Um dieses Beispiel auszuführen, ist es nicht erforderlich, dass wir eine eigene Node betreiben. Wir verwenden die folgende. Jetzt konfigurieren wir unsere Seed-Phrase. Die restlichen Werte werden manuell eingegeben, wenn unsere Anwendung ausgeführt wird. Wir drucken auf dem Bildschirm das Ergebnis des Aufrufs der Funktion Token erstellen. Wir führen unser Skript aus und geben die Daten ein, um den Token zu erstellen. Wir überprüfen im Browser, ob unser Token korrekt erstellt wurde.